Prost! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, fette Zuschauer, zurück bei Let's Play Terraria Together. Patrick ist auch da. Mit dem wohl besten Videostart, den man machen kann, nämlich Bier. Mit Alkohol. Alkohol im Allgemeinen. Und ja, wo waren wir denn stehen geblieben das letzte Mal? Ich kann mich nur noch dunkel erinnern, dass wir das erste Bierchen gezischt haben und danach ist alles irgendwie verschwommen. Also ich weiß nicht, ich hatte so einen bösen Albtraum, dass du Glück hattest und ich Pech und... Ich glaube, das gehört schon noch zur Realität dazu. Aber was auf jeden Fall real ist, wir widmen uns dem... Wir nähern uns dem ersten Boss-Mob. Thingy-ma-dingy. Nämlich, Patrick? Cthulhu. Wir überspringen das Auge und machen gleich das ganze Wesen. Stimmt, wir machen nur das Auge davon. Und für all jene, die Terraria schon mal ein bisschen angezockt haben, die wissen eh, worum es sich dabei handelt. Okay, Gregor. Ja, Patrick. Was machen wir jetzt? Wir... Nach Osten! Einfach nach links. Alrighty. Nämlich, um dieses Auge hervorzurufen... Ich lasse es von Patrick erklären, der kennt sich besser aus. Um die Items zu craften, um Bossgegner zu beschwören, braucht man Dämonenaltaren, die größtenteils in der Corruption, die sich größtenteils in der Corruption Zone befinden, allerdings auch in normalen Höhlen spawnen, aber wir, soweit ich weiß, noch keinen gefunden haben und deswegen gleich hier rüber gehen. Yeah! Hui! Oh yeah, mein neuer Haken. Gibor. Ja, weißt du, mein Haken ist so viel... Oh Gott, mein Haken ist so viel besser. Ach, das kann ja nur falsch klingen. Also ich glaube, wir können hier runter. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich habe mich da mal hochgebaut oder runter. Oh Gott, verdammt. Tja. Death Count, Patrick 0, Patrick 1, Gregor 0. Lalalalala. Ich gehe schon mal nach unten. Ich habe ja meinen geilen Grappling-Hook. Weißt du, das ist alles nur deine Schuld. Wenn du gut getimed hättest, hätte ich nicht so viel Alkohol gesoffen. Hier sind übrigens schon Fackeln, das heißt, hier unten war schon mal wer. Ja, ich. Oder irgendwer ist beim Runterfallen einfach schneller gewesen. Ja, das. Ich hab schon Dämonenaltar. Oh, und hier liegen auch Grabsteine. Und ja, das war ich. Dämonit. Aber können wir durch das Gerät hier durch? Wir können durch das Gerät durch, ja. Okay, warte mal schnell. Ich hab gerade meine Fackel nicht auf der Hotbar wegen dem Bier. Heieiei, hui. Die Dinger können sich ja schon teleportieren. Ganz fortschrittlich heute schon. Ja. So Teleport-Technik kennst du, Alter, ne? Nee, kenn ich nicht, ey. Ey, Junge, das ist voll fett krass, ey, ich mein. Stehst du hier und Alter, du kannst... Mann, du bist echt so ein... Also, es gibt mir die Linsen und ich mach das, ja? Nein. Das ist meine. Oh, very, very nice. Hier sind auch so komische Kügelchen. Ah, ja, die habe ich gesucht und nicht gefunden, weil ich gestorben bin immer. Ah, ja. Davon habe ich mich ja letztes Mal ablenken lassen. Kügelchen. Ja, Kügelchen. Kügelchen. So, und jetzt baue ich ganz sachte runter. Sachte runterbauen, okay. Gott, das kann... Ja, ich fang dich. Vielleicht auch nicht. Oh, hier liegt noch Geld. Töpfchen. Oh, Weltenesser. Dingens. Wurm. Hässliches aber nicht der große, Ziel. Oder? Ja, nein, zum Glück nicht. Komm her. Spoiler. Komm her. Wo bist du? Da bist du! Ha! Ich komm schon mal hoch. Und hol mir die Linsen. Und da bist du! Also es gibt mir auch... Was braucht... Oh! Alter, oh nein. Ich bin auch tot. Okay, folgendes. Ich werde mich jetzt sacht herunterbauen. Ja, ich komme dir gleich nach. Aber der Hello. Wurm hat mich aus der Verfassung gebracht. Hello, my name is Patrick and welcome to Jackass. Ja, aber die Kamera ist gerade nicht drauf. Okay, ich warte hier auf dich.
Was brauche ich eigentlich alles für ein so ein Augen Ding? Man braucht ein Item, das heißt Suspicious Looking Eye, also seltsam aussehendes Auge. Und Nacht. Und Nacht, ja, das braucht man auch, aber welche Zutaten brauche ich dafür? Linsen. Nur Linsen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur Linsen waren. Ich bin sicher, ich glaube, es war noch ein Rotten Chunk, oder? Nein, das ist beim Wurm. Das ist beim Wurmessen. Fürs Wurmessen braucht man nämlich, ich glaube, böse Pilze und Rotten Chunks. Und Zähne, oder? Zähne. Nee, die Zähne sind für unheilige Pfeile. Ach, egal, fragen wir einfach unseren Guard. Oder Guide, oder Dingens. Ich glaube, Brandon hieß er, oder? Ja, egal. Hui! Lol. Ich überlebe. Oh. Wow, hast du es gesehen? Das war ja Magic. Ha! Du musst das Dämonit links mitnehmen. Also, da ist ein Altar. Ach ja, ja, warte. Ich gebe dir Deckung. Muss was gucken. Chill mal. Verdammt. Schaut nicht, sonst kämpfst du da durch. Nicht wirklich. Ich glaube, du brauchst eine Dämonit. Okay, mal sehen. Was brauchen wir denn? 6 Linsen brauchen wir, okay. Und wie viel haben wir? 10. Ah, oh, gut. Also immer noch 2 zu wenig. Gut. Na, ich will ja 2 haben. Ich will ja gleich. Ich will Cthulhu blind machen. Oh. Yuki ist online. Ja, ich bin gestorben. Jetzt komm gefälligst nach Hause zurück und nimm mein Geld mit. Ich lass mich. Geil. Dämonit. Komm gleich. Ja, gut. Nimm's Dämonit noch mit und dann komm nach Hause. Ja, Mami. Und während der Patrick weg ist, baue ich mal Stockwerk 2 aufs Häuschen drauf. Ohne mich? Ja, ohne dich. Du Hure! Wow, jetzt muss ich das Ganze noch nachbearbeiten. Oh. Ja, damit wir hier schlafen gehen können. Bei mir blitzt's draußen. Ah, tolles Wetter. Okay. Mann, ey, echt jetzt Indoor-Statuen? Yeah, das ist meine Galerie. Home sweet home. Schön sieht's aus, Gregor. Was? Deine Indoor-Statuen. Schau her, wenn wir nämlich hier spawnen und das Eigel kommt da draußen, ja. Thingy-ma-dingy. Dann müssen wir nicht ganz vom Tunnel wieder reinlaufen. Aha. Du bist ein. So ein. Ich habe ja nicht mal eine Range-Weapon. Sicher einen Bogen. Wo hätte ich einen Bogen her haben sollen? Ah, ich meine den Boomerang. Ja, Boomerang, wie viel Damage macht der? Genug. Könntest du einmal die Sachen durchdenken? Nein. Dann wär's nicht so lustig. Alter, wenn wir jetzt sterben, ich sag dir, ich tu da was. Okay, ich tu das gerne. Ja, lass dich jetzt nicht angreifen. Du bist ja selbst schuld. Ich kümmere mich um den kleinen Schrott. Wie viel Health hat der Hund noch? Oh Gott, ich kann nicht. Alter, du machst vielleicht auch mal gerade 10 Damage oder so mit deinem, ja? Ja, und Flammenschaden. Kannst du nicht, ne? Na? Oh Gott, das ist wieder in der Erde. Ja, du springst. Weißt du, was du tust mir, was wenn du stirbst und springst in den rein. Lol. Der Hund macht sich breit. Du musst jetzt überleben. Ich weiß. Und das ist, weil du nicht durchgedacht hast, was ist. Ich bin immer noch unten. Darf ich erst mal hier bitte, das dauert ja nicht lange. Ja. Das kostet mir gut 2 Sekunden. Wow. Ach, verdammt. Ja, was gab's das für einen kurzen Range, der Boomerang hat? Ist nicht mal nennenswert. Mir sind die Feuerbögen ausgegangen! Die Feuerpfeile! Thingy-ma-jingy!